Herzlich willkommen bei der Barbecue-Schule von Jumbo. Aggressionsbewältigungstherapie. Heute machen wir ein geiles Entrecote-Steak mit Chips-Panade. Hallo liebe Grillfreunde, ihr habt genau den richtigen Kanal, Jumbos Barbecue Schule. Und heute, da widme ich mich mal einem, ich würde sagen, altbekannten Thema. Ihr habt eine Party, die Leute sind weg, am nächsten Tag hat man so richtig Hunger, hat man noch ein paar Sachen, die sind auf der Party übergeblieben. Und heute machen wir ein geiles Entrecote Steak mit Chipspanade. Leftovers from the party. Und dazu machen wir Zucchini-Tomatenröllchen am Spieß. Und ab geht der Barbecue Express. Ich sag euch, was ihr dafür braucht. Ihr braucht ein richtig schönes Steak. Ein Entrecote in diesem Fall. 2x 300 Gramm. Eine angebrochene Tüte Chips. Bisschen Butter. Bisschen Öl. Ein paar Tomaten. Zucchini. Und als erstes machen wir die Beilagenspieße. Dazu nehmen wir uns ein paar Holzspieße, ein paar dünn geschnittene Scheiben Zucchini, Cocktailtomate und einen Spieß in die Zucchini. Einmal schön einrollen. Jetzt und Schuss. Das ist fast schon die halbe Miete für die Beilage. Denn jetzt wird der Spieß nur noch eingepinselt mit Öl und gewürzt. Und dann widmen wir uns dem Steak. Einmal, zweimal und Olivenöl. Wenn die Zucchini-Spieße sich so schön vollgesogen haben mit dem Olivenöl, einmal schön kräftig mit eurem Lieblings-Barbecue-Gewürz schön drüber würzen. Dürft ihr ruhig ein bisschen was hernehmen, denn die Zucchini und Tomaten sind relativ geschmacksneutral. Nicht sparsam sein. So. Und jetzt kommt das Geilste an dem ganzen Steak, und zwar die Kartoffelchips-Kruste. Und jeder von uns hat irgendwie noch eine angefangene Tüte Kartoffelchips zu Hause. Freunde, nicht wegwerfen, auch wenn sie schon ein bisschen lapprig sind. Einfach die Tüte oben zuhalten und kräftig crashen. So. Herzlich willkommen bei der Barbecue-Schule von Jumbo. Aggressionsbewältigungstherapie. Die kommen jetzt in die Schale. Perfekt. Und jetzt auf die Chips schöne warme Butter. Okay, jetzt rühren. Jawohl, es wird schön matschig. Und wenn es dann so richtig matschig ist, dann ist perfekt. Also, ein ordentlicher Schlag Butter und Kartoffelchips. Aber wem das nicht pervers genug ist, hier ein kleiner Tipp von mir. Ihr könnt auch noch einen Löffel geriebenen Parmesan drunter mischen. Ah, klingelingeling, 220, 230 Grad. Heißt, der Grill ist bereit. Die Entrecote-Steaks können jetzt auf einer Seite auf den Rost. Ein bisschen Magic Dust drüber. Jawohl. Gut 3,5 Minuten sind vorbei. Auf der Unterseite
sind sie schön angegart. Jetzt drehe ich sie um und dann kommt die Chipspanade obendrauf. Schön. Und jetzt kommt oben die Chipspanade drauf. Noch ein Löffelchen. Nicht sparsam sein mit der Chipskruste. Und jetzt Endspurt. Oh, den Steaks geht es gar nicht schlecht auf dem Grill. Und jetzt kommen noch meine Zucchini-Tomatenröllchen dazu. Und dann können wir schon fast essen. Freunde, beim Grillen ist Timing immer das Wichtigste. Ah, perfekt. So, runter vom Grill. Heiß. Mama. Aber geil. Schaut euch mal die geile Chipskruste an auf dem Steak. Schaut euch das mal an. Perfekt. Ein sensationeller Gargrat. Medium rare. Nichts drüber, nichts drunter. So wird das gegessen. Wenn ihr auch mal sowas nachgrillen wollt, bleibt hier beim Kanal. Schaut wieder rein, denn es gibt jede Menge geile Grillrezepte.